Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute geht es um ein kleines YouTube-Tutorial. Und zwar, wie ihr bei euch die Glocke aktivieren und Kommentare einstellen könnt. Dafür muss ich einmal ganz kurz switchen. Genau. Dafür bin ich jetzt schon mal hier auf meinen Kanal gegangen. Ihr geht hier oben auf Kanal anpassen. Dann öffnet sich hier oben YouTube Studio. Und ihr geht hier unten auf Einstellung. Geht hier auf Kanal. Erweiterte Einstellung. Und wahrscheinlich habt ihr das hier aktiviert. Wenn das hier aktiviert wird oder aktiviert ist, könnt ihr die Glocke nicht bei euch aktivieren lassen. Also kann keiner bei euch die Glocke aktivieren und keine Kommentare schreiben. Und wahrscheinlich ist die Live-Chat-Funktion auch deaktiviert. Auf jeden Fall geht ihr dann hierauf auf Nein, diesen Kanal nicht als speziell für Kinder festlegen. Drückt auf Speichern, dann schließt sich das immer von selbst. Und dann habt ihr so gesehen fertig. Und das kann ich jetzt auch einmal kurz zeigen. Ich gehe mal wieder zurück auf meinen Kanal. Gehe jetzt hier rauf. So, ich will das nicht abspielen. Weil das hier ist immer noch, da sind immer noch die Kommentare deaktiviert, aber, meine Lieben, wenn ich jetzt auf meinen Kanal gehe und ich jetzt auf Intro erstellen gehe, dann sind hier die Kommentare aktiviert. Wahrscheinlich muss ich das bei dem anderen Video extra irgendwie machen noch, dass da die Kommentare aktiviert sind. Kein Plan, whatever, egal. Auf jeden Fall, das hier ist das neueste Video. Gerne mal reinschauen. Und ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich so ein kleines Tutorial jetzt so für YouTube. Und wie ihr das ganz einfach einstellen könnt. Wahrscheinlich werde ich das sogar noch so machen, dass ich das genauer zeige. Beziehungsweise. Ups, wo bin ich jetzt drauf? Achso, YouTube Studio. Perfekt. Da wollte ich halt sogar hin. Geil. Okay. Auf jeden Fall, ihr geht, wie gesagt, hier unten auf Einstellungen. Klickt auf Kanal, geht hier oben auf erweiterte Einstellung, klickt dann das hier an, speichert es, also klickt dann hier drauf, wenn es bei euch dann blau ist, klickt hier rauf, dann schließt sich das von selbst und das Ganze ist fertig. Ja, und so habt ihr das dann so gesehen eingestellt. Und ja, das ist das Tutorial so gesehen zum Erstellen so gesehen von in Sachen, ich muss mal ganz kurz hier meinen TikTok-Account umbenennen, denn ich heiße anders im Moment. Ich werde mich aber bald umbenennen, deswegen werde ich das jetzt erstmal so lassen noch. Ich werde das jetzt einmal so machen. Genau. Passt. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ja, das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat geholfen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns entweder beim nächsten Tutorial wieder oder beim nächsten normalen Video. Wie immer würde ich sagen, das war's. Und ja, wie gerade schon gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Tutorial wieder. Bis dann, tschüssi.